Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Sub-Squad-Builder. Also Sub-Creativity Nummer 4 ist am Start. Und ganz am Anfang des Videos, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich wirklich selber freuen. Wäre eine nice Geste, unterstützt die Serie und mich natürlich auch. Und ich habe gerade einen krümeligen Keks gegessen, aber ich verrecke deswegen nicht. Noch muss ich husten, denn ich bin ja nicht so ein Kackspast wie Tobi. Grüße an dich, Link in der Videobeschreibung. Und der hat mich nämlich in gewisser Weise zu diesem Team hier heute gebracht. Das ist eines der ersten, das unter meinem Facebook-Post drunter war. Der Name ist jetzt hier eingeblendet. Danke an dich, dass du das Squad eingesendet hast. Es ist wirklich sehr interessant, denn es hat einen Spieler, der ganz besonders ist, denn Tobi hat ihn reviewed und deswegen, ich wollte ihn sowieso ausprobieren und das hat ganz gut gepasst, weil so konnte ich ihn einbauen. Aber wir fangen erstmal hinten an dem Tor natürlich, das Team kostet so um die 150k. Der teuerste Spieler ist der 10er und das ist der Spieler, den Tobi reviewed hat. Naja, gut, fangen wir an mit dem Torwart, wie gesagt, und da steht Diego Lopez vom AC Milan, ein Spanier im Tor. Könnte auch Casillas stehen oder sonst wer, ist vollkommen egal, aber Diego Lopez an sich ein günstiger Keeper, der scheiße groß ist und an sich auch gut, jedoch muss ich sagen, beim letzten Mal hat er mir besser gefallen, 82 Reflexe, 80 Hechten und dazu nur 86 Ballsicherheit, 82 Positioning, 82 Abschlag, also alle wichtigen Werte abgesehen von Pace über 80, jedoch hat er ein bisschen scheiße gebaut in einigen Spielen, gegen ein Non-Chemistry-Team hat er zweimal Tore reingelassen, die absolut nicht hätten sein müssen, hat das Spiel trotzdem gewonnen. Und im Allgemeinen nicht so sicher wie sonst, aber trotzdem auch noch ein guter Keeper für den Preis, kann man sich da nicht beschweren. Der zweitbeste nach Handanovic und, nee, der drittbeste nach Buffon, Handanovic in der Serie A. Die Innenverteidigung sind da, die Innenverteidigung sind da zwei Silberspieler und zwar auf der einen Seite Ivan Marcano, aber auf der Seite, auf der anderen Seite Jordi Amadia. Beide, ja, mit außergewöhnlich durchschnittlichen Pace ausgestattet, mit 71 und 67. Gute Verteidigungswerte bei der 74, Physics ist, Amat ein bisschen stärker dafür beim passenden Dribbling Marcano. Marcano ist auch besser im Spielaufbau gewesen, hat eine Torvorlage gemacht und einige andere Chancen vorbereitet, also der ist wirklich gut. Wenn ihr ein spanisches Silberteam habt oder irgendwie eins bauen wollt oder irgendwie den Spieler mal ausprobieren wollt, probiert's mal, der ist wirklich gar nicht mal so scheiße. Und Amat, obwohl er Non-Rare ist, hat er mir auch relativ gut gefallen, die guten Workrates. Zwar nur 1,85, aber dafür kostet er halt auch nichts, von daher passt das und er ist so ein bisschen die Chemiehure, aber keine schlechte. Dann der Linksverteidiger ist, haben wir nicht Silber, ist auch Gold. Oxlade-Chamberlain natürlich, ne? Wer den Witz kennt, der ist gut. Auf der rechten Seite steht Danilo in Form. Erstmal zu Oxlade-Chamberlain, 81 Tempo, 72 Passen, 75 Dribbling, 79 Defending und 71 Physik sind ordentliche Werte, hat keine Vorlage gemacht, noch irgendwas anderes, leider nicht mehr die Mittel-Mittel-Arbeitsraten wie letztes Jahr, aber Hochmittel ist auch in Ordnung, arbeitet mehr nach vorne, hat gute Flanken geschlagen, ein sehr der kopfballstärksten Stürmer, von daher nicht so erfolgreich, 79 Defending ist für einen Linksverteidiger bombastisch und das hat er auch gezeigt, zudem gutes Physik an sich mit 71, Körpergröße ist in Ordnung, für Kopfballduelle kann man sich absolut nicht beschweren, einer der besten Linksverteidiger zumindest aus England. Rechtsverteidiger Danilo, auch mit High-Medium-Arbeitsraten, 1,84 groß, war ja mal rechter Mittelfeldspieler, mittlerweile mit seinen komischen gefärbten Haaren. Rechtsverteidiger, leider keine Forster-Skills mehr wie früher, aber trotzdem eine sehr, sehr geile Karte mit 24.000 Coins Kostenpunkt und 81 Tempo, 78 Dribbling, 80 Defending, 78 Physics, 78 Passen und 77 Shooting. Also alles jetzt über 70, sogar fast alles jetzt über 80. Beim Second Inform könnten wir schon an dem Punkt angelangt sein. Also richtig nice Karte, auch offensiv mit sehr viel Potenzial. Hat auch gezeigt, hat einen Longshot gegen die Latte gesetzt, wenn ich euch mal, wenn ich ihn aufgenommen habe, hier ein. Und war ein sehr interessanter Spieler, ein sehr guter Spieler, defensiv wie offensiv sehr stark. Kann ich nur weiterempfehlen für jedes brasilianische Team, beziehungsweise Hybrid, beziehungsweise immer wo ihn einbauen könnt, macht es ruhig. Zentraler Mittelfeldspieler Nummer 1 ist dann Johan Cabay. Auf der anderen Seite haben wir den höchstbewerteten Spieler in diesem Team und zwar ist es Mesut Özil, wie wir hier sehen können. Özil, hat mir in Ordnung gefallen, sag ich mal, zwei Vorlagen, kein Tor. Longshots sind jetzt nicht so toll, das fand ich nicht so cool, weil auf der linken Seite, wenn ich dann Linksfuß habe, will ich auch Longshots machen. War nicht so krass möglich, aber an sich nicht schlecht. Standardsituationen waren gut, die Pässe waren in Ordnung, das Dribbling war exzellent, Forster-Skills kann man sich nicht beschweren für den Preis mit, ich glaube, ja, ungefähr 19.000 Coins. Geht das auf jeden Fall in Ordnung. Cabay auf der anderen Seite ist der Box-to-Box-Midfielder, er kann natürlich auch noch ein bisschen verteidigen. Forster, Weakfoot, drei Sterne Skills, Mittel, Mittel, Arbeitsraten. Ein Tor, eine Vorlage für 1000 Coins ungefähr, ist das absolut gut. Kann gute Pässe spielen, dribbeln, verteidigen, der kann eigentlich alles. Eigentlich alles. Ist nicht so schnell, aber sonst kann er alles. Von daher, ein guter Spieler. Zentraloffensiv, zeige ich euch gleich. Rechter Flügel war dann Lukas. Ebenfalls von PSG, der ein bisschen Chemie an Danilo und Cabay abgibt. 1,72 zwar nur groß und, naja, 63 Physics trotzdem, also gar nicht mal so scheiße. Zwei Tore gemacht in 5 Spielen, wobei das eigentlich nur 3,5 waren. Weil ein Spiel ist nach 17 Minuten beim Stand von 0-0 abgebrochen und eins nach, ich glaube, 27 Minuten beim Stand von 2-0. Blende ich jetzt euch mal hier mal rechts und links ein, damit ihr seht, dass ich keinen Bullshit erzähle. Trotzdem guter Spieler, schnell, dribbelstark, der Schuss ist in Ordnung, das Passspiel ist gut. Und vor allem das Dribbling und der Schuss. Bombastisch. Letztes Jahr noch bessere Longshots, aber dieses Jahr auch vollkommen in Ordnung. Der linke Flügelspieler ist dann, ein
Spieler, zu dem ich lange Zeit ein schlechtes Verhältnis hatte, aber mittlerweile finde ich ihn geil, und zwar Bittencourt. Natürlich heißt der Leonardo Bittencourt eigentlich, aber naja, wir kennen Sportschau-Moderatoren, hat ein Tor gemacht, insgesamt bisher in 17 Spielen. Ich habe ihn bisher nur im 96-Team gespielt und da hat er immer nur vorgelegt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es mit diesem Team hier war, ich glaube nicht, aber er war oft kurz davor, ist ein sehr interessanter Spieler, weil er ein bisschen skillen kann, er ist wendig, er ist klein, er ist relativ schnell unterwegs, hat einen an sich ja, guten Abschluss, nicht so guten Longshot wegen der Schusskraft, aber das passt auch, 71 passend sind für einen Silberspieler auch in Ordnung. Also auf jeden Fall gut für ein Silber-Bundesliga-Team, Silber-Deutschland-Team, wenn ihr dann einbauen könnt, macht es ruhig, lohnt sich auf jeden Fall, mit Forster-Skills ausgestattet, ist das eine, ja, relativ gute Alternative auf links, Mittel-Mittelarbeitsraten zwar und nicht Hochmittel, was besser wäre, aber sonst würde ich ein sehr, sehr guter Spieler. Der Stürmer ist dann ebenfalls einer von 96, und zwar Jimmy Briand, die beiden, abgesehen vom Zehner, der Grund, warum ich dieses Team gebaut habe. 14 Spiele, 15 Tore bisher für mich gemacht insgesamt, hat auch in diesem Team wieder seine Buden gemacht, ist ja in Realität momentan so ein bisschen am Durchdrehen, beziehungsweise kommt so langsam in Form, gefällt mir sehr gut, ich mag ihn in Realität sehr gerne, ist ein sehr sympathischer Spieler, ich habe mir überlegt, ein Trikot von ihm zu kaufen, aber ich schwanke noch zwischen ihm und Albornoz, weil er nächsten Sommer auch weg sein könnte, ich hoffe es aber nicht, weil er momentan echt gut spielt und in FIFA auch, ich glaube 1200 Coins, ihr seht am 30.09., also müsste mittlerweile noch günstiger sein, 72 Shooting, 80 Tempo, 69 Dribbling ist auch vollkommen in Ordnung, kommt man auch mit klar, 73 Physics, 1,81 groß, kann dementsprechend auch köpfen, 66 passen, suggerieren, dass er auch passen kann als Stürmer, ist auf jeden Fall eine gute Alternative da vorne drin, nicht der größte und kopfballstärkste, aber trotzdem auf jeden Fall ein guter Spieler, kann man sich absolut nicht beschweren, der Zate, ich wollte eigentlich Zehner oder ZOM sagen, habe ich für Zate entschieden, aber egal, der Zehner ist dann natürlich Nabil Fekir, heißt der Nabil? Oh Gott sei Dank heißt der Nabil. Wie gesagt, habe ich bei Tobi gesehen, wollte ich selber ausprobieren und 5 Spiele, 5 Tore sprechen für sich. Er ist ein sehr torgefährlicher Spieler, 89.500 Coins gekostet, natürlich ein bisschen teuer für einen Silber in Form, aber das lohnt sich auch auf jeden Fall. 68 Passspiel fühlt sich deutlich besser an, 63 Physics ist auf jeden Fall in Ordnung. Pässe hat er richtig geile teilweise gespielt, leider nie verwertet worden. Mit rechts, also mit dem 2-Sterne schwachen Fuß eigentlich, der sich wirklich nicht so anfühlt, kann ich Tobi nur zustimmen, RW3 oder, na okay, 4 nicht, aber 3 auf jeden Fall. Ein so einen geilen Pass gespielt, aber der ist leider nicht im Tor geendet, weil Briand vergeben hat, beziehungsweise weil ich zu blöd war und vorher noch skillen wollte. Aber der 70er-Schuss ist auch in Ordnung, nicht die höchste Schusskraft, aber auf jeden Fall noch in Ordnung. 80 Dribbling ist pervers geil, weil der auch klein und wendig ist, und 81 Tempo, ja, kann man nicht sich beschweren, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dazu die 63 Physics für einen Zehner, der so klein ist, nicht unbedingt schlecht. Ein bisschen erinnert ja an Shaqiri in der Zentrale. Den Inform werdet ihr eventuell auch noch irgendwann einbauen. Da wäre mir fast mein Controller runtergefallen. Hochmittelarbeitsraten, alles in Ordnung, wunderbar, preisgerechtfertigt, kann man auf jeden Fall mitleben. Das Team ist ein SG. Wir haben hier 5 Silberspieler und 6 Goldspieler drin und es lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, es war sehr, sehr gut. Insgesamt würde ich dem Team eine 8 von 10 geben, weil es defensiv halt teilweise ein bisschen gemangelt hat an diesen, an Amad eigentlich eher als an Marcano, weil die beiden halt nicht die allerbesten Verteidiger sind, aber auf jeden Fall in Ordnung, und vorne ab und zu die Abschlussschwäche, aber das ist vollkommen, ja, in Ordnung, auf jeden Fall noch im Rahmen für 160k geht das auf jeden Fall klar, also 8 von 10. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Schaut bei Sennheiser vorbei in der Videobeschreibung und bei Kinguin für PS1 oder Microsoft Guthaben, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Toren. Bis zum nächsten Mal, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao. Let's dance.